Hey, willkommen zurück beim dritten Akkordvideo vom Gitarrentunes Anfänger Online-Kurs. Ich bin Till und in diesem Video machen wir E-Moll und C-Dur. Die Griffe sind relativ simpel, beziehungsweise E-Moll ist so fast so der, den ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen habt, weil E-Moll ist immer der Akkord, den alle ganz am Anfang mal gelernt haben. Und der geht jetzt folgendermaßen: Ihr spielt die tiefe E-Seite wieder leer, legt dann den Zeigefinger auf die A-Seite in den zweiten Bund und den Mittelfinger auf die D-Seite in den zweiten Bund und das war's sogar schon. Und jetzt spielt ihr einfach alle Seiten nach oben. Also von der tiefen zur hohen E-Seite meine ich natürlich. Diesen Akkord gibt es auch in einer anderen Spielweise, und zwar, dass man das nicht mit Zeige und Mittelfinger, sondern mit Mittel- und Ringfinger spielt. Das ist dann quasi genauso wie E-Dur, nur dass man den Zeigefinger nicht mit, also nicht auf die G-Seite in den ersten Bund legen würde. Sehe ich auch oft, wird auch oft erklärt, gibt es auch in vielen Gitarrenbüchern so. Ich bevorzuge ehrlich gesagt diese Spielweise. Das hat auch einen Hintergrund, und zwar der nächste Akkord, den wir jetzt machen, ist C-Dur. Und da ist es so, dass wir den Ringfinger auf die A-Seite in den dritten Bund legen, den Mittelfinger auf die D-Seite in den zweiten Bund, die G-Seite bleibt leer, und den Zeigefinger auf die B-Seite in den ersten Bund. Und jetzt spielen wir ab der A-Seite alle Seiten bis zur hohen E-Seite. Die tiefe E-Seite lassen wir wieder aus. Am Anfang ein bisschen schwierig zu greifen tatsächlich, weil man die Finger sehr strecken muss. Da ist wieder wichtig, was ich im ersten Video erklärt habe, dass ihr mit dem Daumen nicht hier seid, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil die Finger dann immer gekrümmter werden und dann verkrampft eure Hand. Und wenn es euch noch nicht so super gelingt, dann gebt euch ein bisschen Zeit, weil es ist auch manchmal so, dass eure Sehnen nicht so ganz gut dehnbar sind in der linken Hand. Das kommt einfach, wenn ihr ein bisschen gespielt habt. Und der Vorteil zwischen dieser E-Moll-Spielweise und der anderen ist, dass man jetzt, wenn man von E-Moll auf C zum Beispiel möchte, einfach den Mittelfinger liegen lassen kann. Wie eben schon bei G und D den Ringfinger liegen lassen. Wie ihr den Ringfinger liegen lassen konntet, könnt ihr zwischen E-Moll und C jetzt den Mittelfinger liegen lassen. So, das waren auch schon die nächsten beiden Akkorde. In der Playlist geht es direkt weiter zum nächsten Video. Da kümmern wir uns jetzt ein bisschen um Barrés. Falls ihr schon mal von den berühmt-berüchtigten Barrés gehört habt. Wenn ihr erstmal ein bisschen mit den Akkorden spielen wollt, dann geht es hier und da weiter in den Playlists, wo ihr zupfen und schlagen könnt mit den Akkorden, die wir jetzt gerade bisher gemacht haben. Oder ihr guckt euch nochmal die Videos von vorher an, und die ganzen Links zu den anderen Videos findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und dann bis gleich. Ciao.